Ja, herzlich willkommen, liebe 3D-Druckfreunde, auf Willis 3D-Druck-Kanal. Und zwar wird heute geklebt. Von meinem Thema wie immer Fragen über Fragen habe ich ja damals gestellt, mit was ihr PLA klebt. Und ich habe mir einige Sachen ausgesucht und bestellt. Ja, und möchte hier so einen kleinen Test machen. So, da haben wir die vier. Langsam mal gucken, ob ich das so halten kann. So, und natürlich noch den Holzleim. Ja, und dazu habe ich mir einen Test mal ausgedacht. Ups. Und zwar habe ich mir so Würfel ausgedruckt, ja. Auch mal zwei verschiedene PLA, damit man sieht, ob das auch funktioniert. Und ja, die werden wir bekleben. Dann werden wir ein bisschen warten, dass der Kleber die Möglichkeit hat zu trocknen. Dann werden wir einen Fingertest machen. Und zwar versuche es erstmal mit der Hand zu gucken, wie die Haftung ist. Dann, wenn der Kleber das überstanden hat, werde ich versuchen, mit einer Zange das auseinanderzubrechen und gucken, wie da der Widerstand ist. Das wäre der Versuchstest, um zu gucken, welchen Kleber man gut hernehmen kann. Und zwar möchte ich ja ein paar Teile kleben, und zwar später auch für meine Roboter. Und da suche ich mir jetzt halt einfach einen Kleber aus, der gut ist. Was ich jetzt nicht getestet habe, obwohl ein Industriekleber haben wir eigentlich da. Also natürlich gibt es auch zwei Komponentenkleber, die müssen einfach halten, ja. Ich habe jetzt alle Kleber mal so rausgesucht, dass das auch eine vernünftige Preislage ist zwischen 3 bis 12 Euro, glaube ich, war jetzt der teuerste. Und hier möchte ich auch wieder betonen, dass das keine Werbung ist, sondern dass ich hier alles selber kaufe und das teste. Somit hätten wir das auch mal geklärt. Dann möchte ich mich natürlich auch bedanken, die bei der Umfrage mitgemacht haben oder besser gesagt auch Kommentare reingeschrieben haben, die hier immer eigentlich kräftig dabei sind und mit kommentieren. Und zwar einmal der Uwe Kaiser, Klaus Stefan und Shogaya. Daher hier nochmal vielen Dank. Ich weiß, es kamen dann zwei, drei Leute noch hinterher, aber da habe ich schon leider eingekauft gehabt. Also seid mir da nicht böse, wenn ich euch jetzt hier namentlich nicht erwähne. Gut, dann starten wir auch das Projekt. So, fangen wir den Test an. Und zwar als erstes nehmen wir den Hartkunststoff von Uhu. Da haben wir schon meine zwei Würfel. Und jetzt zoome ich euch ein bisschen rein. So, das wird jetzt gar nicht so einfach. Und ja, nehmen wir die hier. So, dann klebe ich. Das dürfte reichen. Dann nehmen wir den Würfel. Mal, dass wir eine gute glatte Fläche hier kriegen. Ja. Und kleben die zusammen. So. Ich will extra nichts hier mit Klemmen machen, sondern nur mit Hand. So, ich hoffe, ihr seht das. Hier geht es jetzt nicht um schön. Einfach, dass verbunden ist. So, was ist das? Gut. Und den setzen wir jetzt hier drauf, damit wir später wissen, was es war. So, nochmal kurz hier die Verpackung, Spezialkleber für alle Kleber. Hier nochmal, das ist der Uhu Kunststoff. Spezialkleber für alle klebbaren Hartkunststoffe, schnell härtend und wasserbeständig. Gut. Nehmen wir jetzt hier den Patek Spezial. Der ist extra für Modellbau. Ja. So. Dann brauchen wir wieder zwei Würfel. Die haben wir hier. Und der hat eine schöne Vorrichtung hier. Wenn ihr das sehen könnt, das ist eigentlich schön. Metallspitze kann man bestimmt auch gezielt gut auftragen. Suchen wir jetzt mal von dem Würfel wieder da, wo das. Ja, genau.
Ja, trage jetzt hier auch leicht auf. So. Und machen wir dasselbe. Kleben es drauf, drücken ein bisschen. Bisschen zusammen. Und dann stellen wir das auch ab. So, der nächste. Jetzt kommen wir hier zum, da ist es, ja, Revel Contacta, provisionell, auch speziell für Modellbau. Auch hier, wie beim Patex, schön aus Metall zum Auftragen. Und hier nochmal, ja, ist auch für Modellbau geeignet. Revel kennt man ja noch von früher, von den Modellbausachen. Hat bestimmt jeder mal gemacht. Flugzeug zusammenbauen oder Panzer, keine Ahnung. Und ja, sollte ja Plastik kleben. Aber ich drücke mir hier einen Wolf. Und ihr seht, da kommt nichts. Ja, das ist so mit den Live-Tests. Also ich muss jetzt tatsächlich das Eisenteil da hier entfernen, da kam nichts raus. Jetzt habe ich hier aufgetragen. Das ist so bei den Tests. Tja, keine Ahnung. So, drücken wir auch hier wieder. Ihr seht hier, die Konsistenz ist eigentlich fast überall gleich. Auch hier drücke ich wieder. Und dann stellen wir es ab und lassen es trocknen. Jetzt haben wir noch den Acrafix. Und zwar sieht er so aus, sieht sehr industriell aus, also das ist auch der einzige. Also es gibt bestimmt viele, viele Kleber, auch Industriekleber, die extra dafür sind. Die wollten wir jetzt nicht testen, also ich nicht, einfach mal so vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was einigermaßen okay ist. So, da haben wir hier das. Das ist Dings. Da passe ich mal ein bisschen auf, wahrscheinlich kann ich nachher meine Hand nicht mehr. So, ihr seht, auch hier drücken wir es drauf. Ja, ist jetzt auch ein bisschen viel und schon habe ich gekleckert. Auch nicht so toll. Ja, aber was macht man nicht alles für Versuchstests? So, auch das habe ich jetzt ein bisschen zusammengedrückt und auch das stellen wir dann hier ab. Das ist praktisch, das kenne ich nur früher von meinem Werbetechnikfirma her. Kann man auch gut Plexiglasplatten zusammenkleben. Eigentlich habe ich auch eine gute Erfahrung gehabt, auch hier das XT. Also das ist jetzt zum Beispiel auch schon so ein spezieller Industriekleber. Gut, den haben wir auch. Und dann bleibt uns jetzt nur noch, natürlich hätte ich jetzt auch noch eine Heißklebepistole nehmen können, aber da wissen wir alle, dass das hält, aber auch nicht so die stabilste Lösung ist. Aber hier kam noch mal ein Tipp. Ja, unser normaler Holzleim. Das ist halt praktisch so für Modelle, die jetzt nicht so beansprucht werden. Auch hier wieder die glatte Seite. Machen wir ein bisschen drauf. So, ihr müsst auch denken, der stellt sich an wie der letzte Mensch. Hier, das verreiben wir ein bisschen. Ja, jetzt seht ihr, ist eigentlich gut drauf. Auch das drücken wir zusammen. Halten ein bisschen. Und stellen das ab. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt lassen wir das ein bisschen trocknen. Ich hole mir einen Kaffee und dann machen wir den ersten Bruchtest. So, jetzt kommt wahrscheinlich der Spaßfaktor. Jetzt nehmen wir den Uhu Hard Kleber und wir machen einen Handtest. Also da muss ich sagen, hält. Jetzt kommt der Patex Spezial. Auch das, seht ihr, hält. Dann haben wir den Revel Kontakt.
auch das positiv überrascht. Sind echt alle gut. So, dann haben wir den Acrifix. Jo, Wahnsinn. Schön. Ja. Und jetzt natürlich unser Außenseiter, sage ich jetzt mal so, der Holzleim. Aber ich bin jetzt gespannt. Ah, da seht ihr, das ist natürlich klar. Aber für Modellbau, wenn man so kleine Sachen hat und nicht beansprucht. Ja, also hier haben wir schon mal den Handtest nicht überstanden. Aber das war mir, glaube ich, auch klar. Gut. Dann kommen wir zum zweiten Test. Und zwar benutze ich da, um mehr Druck aufzubauen, zwei Zangen. So, dann fangen wir auch hier wieder an mit Uhu. Mal gucken, dass der Fokus hier gut ist. So. Also hier kann ich natürlich mehr Druck ausüben. Aber, wow, also sehr schwer, aber da haben wir es. So, jetzt tue ich mal einen Fokus nehmen. Ihr seht, aber da hat sie sogar schon die erste Schicht dann gelöst. Super, also da bin ich wirklich überrascht und zufrieden. Dann nehmen wir jetzt den Padex. Auch hier geht es sehr schwer. Gut, geht aber auch. Also wie gesagt, ich drücke hier doch schon ganz schön stark. Auch hier sieht genauso gut aus. Also auch gut. Dann Fokus hier. Kommen wir zum Revel Contacta. Ich hole das mal ein bisschen wieder scharf stellen hier. Hätte doch keinen Kaffee trinken sollen, ne? Oh, der ging jetzt leichter als die anderen beiden, muss ich ehrlich sagen. Ja, und man sieht auch noch. Ja. Also da hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Und dann kommen wir zum Acrifix. Mal hier mal zumachen hier. So. Alter. Oh. Ja, schauen wir mal, ob wir den auch noch an der Klebefläche zerreißen kann. Ihr seht, bombenfest. Das ist ja jetzt hat. Aber das war jetzt schon immer noch nicht. Ja, also ihr seht, da macht er hier das Modell kaputt. Super. Ja, dann kommen wir zum Fazit. Ja, hat Spaß gemacht. Kommen wir zum Fazit. Und zwar fange ich an hier mit dem Uhu. Hart Kunststoff. Spezialkleber war ich echt sehr zufrieden und gebe jetzt einfach mal ein wirklich gut, aber ich sage für die Zwecke ordentlich und ist auch das billigste Produkt sogar. Also ich habe jetzt bezahlt 3,39 Euro. Ja, kann man lassen. Dann haben wir den Padex Spezial. Auch der war richtig gut. Auch hier dadurch, dass er hier gut geführt ist mit der Metallspitze, ups, wirklich toll. Und
Der liegt so beim, ja, ich habe jetzt bezahlt 4,29 €. Warum die so komische Zahlen, keine Ahnung. So, kommen wir hier zum Rewe Contacta. Also hier habe ich mir eigentlich mehr erwartet. Auch gab es Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur bei mir war. Fand ich jetzt wirklich gut. Aber ich probiere es immer noch mal aus. Selbst jetzt aus der Spitze hier kommt nichts raus. Ja, erst wenn ich das hier abmache, dann bekomme ich was. Und ja, war mit dem Preis auch bei 4,49 €. Da habe ich mir eigentlich mehr erwartet. Also da würde ich mir eher sogar noch den UHT holen. Und dann kommen wir hier zum Agrifix. Also den kenne ich tatsächlich schon. Ich habe den halt immer nur früher in Dosen gehabt. Also das ist natürlich sehr gut. Habt ihr ja gesehen im Test. Also boah, bombenfest. Aber war natürlich auch mit einer der teuersten. Und deswegen sage ich halt, das ist auch schon so ein Industriedrucker. Der hat 17,50 € gekostet. Aber wenn ihr was bauen wollt, was wirklich fest sein soll, wirklich, wirklich gut. Ja, und dann kommen wir hier, ich sage trotzdem mal Außenseiter zum Holzleim. Den tue ich jetzt auch mal in so eine Kategorie wie Heißkleber. Alles rein. Ich sage halt für normalen Modellbau, wenn man das drinnen lässt und nicht beanspruchbar ist oder sonstiges, hat er ja geklebt. Also der Handtest hat er jetzt nicht bestanden, aber kleben würde er tatsächlich. Aber natürlich von allen jetzt hat er am schlechtesten abgeschnitten. Liegt aber auch vom Preis her bei 7,99 €. Gut, wir haben ja gesehen, ich sage es jetzt, notfalls Haftbett, ja, mit Wasser verdünnt, super Ding. Habe ich meinen Spaß gehabt. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Ihr konntet daraus was mitnehmen. Mein Favorit ist jetzt tatsächlich hier diese drei. Ja. Und auf alle Fälle kann ich jetzt kleben. Jetzt habe ich genug. Und ja, das war's. Wie immer bedanke ich mich hier bei Uwe Kaiser für die Vorschläge, Klaus Stefan und Shogaya, die immer kräftig bei Fragen über Fragen mitmachen. Und wenn ihr das auch wollt und auch mal namentlich genannt werdet oder ich was versuchen soll, dann schreibt mir da dort immer in das Thema in die Kommentare rein. Und soweit teste ich halt alles und ja, bin da auch sehr dankbar über jeden Tipp und Trick. Und auch da, wenn ihr das Format noch nicht kennt, schaut mal in die Playlist rein, das erste Video, da erkläre ich euch dort, um was es geht. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, die nächsten Videos, die jetzt kommen werden, ist ein Do-it-yourself-Video. Da bin ich wirklich froh drum, dass ich das jetzt machen kann. Ist ein großes Teil, da habe ich Teile gedruckt, also circa 4 Tage. Und dafür brauche ich zum Beispiel auch den Kleber. Ja, dann haben wir noch ein Fragen über Fragen gehabt, und zwar Brandschutz habe ich mir doch jetzt mal zum Herzen genommen und habe, aufpassen, natürlich extra für euch einen 3D-Drucker gekauft, den wir dann abbrennen können. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber er ist heute gekommen, freue mich drum. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Aber das ist ein anderes Thema, mache ich so ein Unboxing. Das wäre auch somit schon mein dritter Drucker und deswegen nehme ich jetzt auch Brandschutz ein bisschen ernst. Ich habe da ein paar Sachen bestellt, will das ausprobieren. Werde da auch noch ein Do-it-yourself-Video machen mit CO2. Also bin mal gespannt, da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln. Gut, das war's zu dem Thema. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich immer wieder freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke, somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und bis dann zum nächsten Video, würde mich freuen. Ciao, euer Willis 3D-Druck.